Hallihallo, liebe Fallout-4-Freunde. Hier ist wieder der Johnny Doe mit dem El Alma und hier der Piper. Und ja, wir stehen hier vor dem Rekrutierungsbüro der Nationalgarde, wollte ich sagen. Und ja, da werden wir jetzt reingehen. Schauen wir uns mal an. Wir haben eine Power-Rüstung gefunden, die T-60. Und ja, die haben uns mal angelegt, schnell. Hoffen, dass wir. Hä? Wieso? Ach so. Hä? Cool. Das wollte ich gar nicht. Hoffen, dass wir die. Sieh an, ein echter Klassiker. Klassiker? Ja, ja, Kaffeetassen und so weiter ist ein Klassiker. Das stimmt denn wohl. So. Und morgen. Es lootet, so gutet. Wer an solchen Orten herumstöbert, endet oft als Abendessen. Ja, ich hoffe nicht. Pass auf deine Glieder! Auf wann soll ich aufpassen? Ich bin verstanden. Nachschlag gefällig, was? Oh, jetzt bin ich wütend. Da! Ah, da kommt sie der geheimnisvolle Fremde. Was ihr nicht zu Ende bringen könnt. Was? Hab du gar nicht. Ich hab noch was angesiegt. Sauber. Ein Schädel vom Hals geschossen. Mein Gott, sieh nur, wie viele dieser Dinger sie umgelegt hat. Begonnen, die verschollene Patrouille. Untersuche den Kampfschauplatz. Na super, ich wollte doch nur... Notrufsender mitnehmen. Höre die Ritter Holoband an. Ja, das machen wir jetzt sofort sogar. Hallo, schönes Kind. Ja, ich wollte doch gar kein Licht anmachen. Die Versus. Holoband. Bin bestimmt schon wieder dran vorbei. Oder? Holoband, Holoband. Ist das dann Holoband oder ist das direkt unter dem Ritter? Da. Ritter Tara Estlin, stählerne Bruderschaft. Erkundungsteam 429 Alpha, Seriennummer 3431. Es ist 3 Stunden her, dass ich meinen Notrufsender aktiviert habe. Noch immer keine Nachricht von Paladin oder Farron. Ihr Ziel war die Satellitenstation an der Küste. Vielleicht sind sie außerhalb der Reichweite. Meine Befehle lauten, diese Position um jeden Preis zu halten. Die gesamte Anlage wurde überrannt. Lange wird die Tür nicht mehr halten. Paladin Brandis, Sir. Es war mir eine Ehre. Tja, ich glaube... Ich glaube... Die hat es nicht so ganz geschafft. Hier etwa. So, bleibt mal draußen. Ach, das will rein. Entschuldigung, musste mich mal eben entleeren. Ja, genau.
Ne, wir können kurz in Pause. Achso. Ich glaube, wir können eh nichts herstellen gerade. Zu gut geschützt. Piper? Hey. Sag einfach Bescheid. Guck dir das an. Ich wünschte, ich könnte dir da helfen. Na, sauber. Müssen wir bestimmt hier irgendwo was finden dafür. Da. Ja, sauber läuft. Zahnpasta drin, hab ich das richtig gelesen? So. Da. Oh. Und da. Glaube ich, das Passwort, das haben wir jetzt gerade gefunden. Schafft jetzt Zigaretten. Jetzt willst du mich verarschen, der kommt mit der Power-Rüstung nicht. Oh, da war ein Grafikfehler. Der kommt mit einer Power-Rüstung nicht an einem kleinen Rollstuhl vorbei. Immer so, ne? Die Piper. Da ist ein Tresor, da ist ein Tresor, da ist ein Tresor, da ist ein Tresor. Dieser Tresor ist sehr blöd. In letzten Sekunde, weißt du, da geht er kaputt. Nützt er nicht. Hahaha, nicht nur mit der Haarnadel, Madame. Was? So. Ja, gut, haben wir alles. Passwort müssten wir auch jetzt haben hier. Willkommen, Admin Login. Passwort erforderliche. Warnungssystem gesperrt, innere Unruhe gemeldet. Zugang auf Autosimulation. Tür öffnen. Ich hätte ja gerne noch gewusst, was denn hier genau passiert ist. Zum Trainingsgelände der Nationalgarde. Wir schauen mal. Fallerie. Willst du mich verarschen? Wenn wir durchkommen. Achso. Ghule. Oh. Warum? Zum Teufel, warum? Lass mal rein. Moment, ich muss mal einen husten. Räusper, Entschuldigung. Dafür sind wir jetzt hier in den Ladespielschirm. Ja. Spiel, du machst mich manchmal echt. Wo kommt die denn jetzt her? Ich wusste es doch.
Und war klar, der erste Schuss war wieder daneben. Das ist manchmal eine Frage. Hier steht Vorsicht. So. Okay, da kommen wir nicht durch. Genau, Piper. Renn einfach mal nach oben. Warum denn auch vorsichtig sein? Mir schreckt. Gehört. Ich weiß es nicht. Ich weiß ja nicht, ob andere Journalisten auch einfach vorrennen. Muss ich mal eben gucken hier. Alter, wie bescheuert, der stand da direkt vor mir. Scheiße, er trifft denn der? Bitte. Der trifft echt nix. Nix trifft der. Nix Treffer. Da ist auch mal drin. Eine Fusionszelle. Eine Fusionszelle. Oh, ein Terminal. Habe ich da Zugang zu? Yeah, habe ich. Türensteuerung. Hallo? Türensteuerung. Tür aufschließen. Entriegelte Tür. Ich weiß nur nicht, welche der jetzt gerade entriegelt hat, aber die finden wir schon. Oh, mein Gott. Achso. Das wäre aber böse ins Auge fast gegangen. Besen, oh Besen. Oh, Scheiße. Alter. Was? Da bist du ja. Wer denn? Wer? Greift er mich an und dann schießt er erst. Das war ja klar. Alter, du willst mich verarschen. Ich schwör's. Oh, da war aber jemand sehr jetfreundlich. Ach, da läuft er schon wieder einer. Ach, Torsen trifft da Kopf nicht, weißt du?
Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Kritisch. Kritischer Schlag gegen Leuchtet-Gulchen. Komm, hier auch nochmal. Den hat er natürlich nie getroffen. Der kommt jetzt hoch, das sehe ich jetzt schon, ne? Alter, warum denn? Ja, mach doch in Ruhe. In der Ruhe liegt die Kraft. Was? Alter, was? Warum kann der die denn wiederbeleben? Warum? Warum? Ja, Gliedmaßen, ist mir schon klar. Warum greift die nicht an? Ist das ein Bug jetzt? Nee, ne? Hat die wieder geholt, ne? Ich meine, die greifen uns jetzt nicht an, aber... Ich muss sie trotzdem hier nicht liegen haben. Auf den Tor, so komme ich jetzt nicht. Jetzt war der Arm. Alter Verwalter. Zeiten erlebt, was? Vor allen Dingen, ich habe mal bessere Zeiten erlebt. Denkt er mal an mein armes Herz. Keiner. Da belebt er die einfach mal wieder. Nie gesehen. Aufgeschissen, wir beleben mal einfach alle wieder. Oh. Haben die Bildzeitung vergessen? Ups, was? Nö. Sauber. Der saß. Warum fliegt denn der so? Kritisch. Yeah. Springst du da jetzt unbedingt runter? Bist du da? Nix, wa? Ja komm, ich komm auch runter. Barf. Perfekt. Du bist dauerhaft beim Schleichen schwieriger zu entdecken. Ja, cool. Guten Tag. Ich bin da neu, ich komme jetzt öfters. Ich hätte hier. Hä? Achso, da eine Ghoul ist ja in die Ecke geflogen oder was? Ja, Zahnbürste dabei. Sehr lobenswert. Lalala. Lalala. Also Cafeteria-Röhrchen, Tattoo, Kühlschrank, nix, der auch nix. Lala, lala. Hab ich keine lustige Sachen? Jugendtag. Jugendtag, der junge Ghoul. Was?
Den Bleistift, den ich ja nie gesehen habe. Geh nochmal. Schreibbar. Ist auch am Plündern oder was? Guck mal da. Oh. Die hat sich nach der Seife gebückt. Ein Stück Seife, ich schwör's. Was ein Klischee. Piper. Was ein Klischee. Riecht ja echt ein Stück Seife. Hallo, Döschen. Sei ein braves Döschen. Komm in meine Pfötchen. Achso, da wollen wir aber nicht lang. Sollen wir mal gucken, ob wir hier irgendwas finden. Oh, vielleicht hat man ja mal Glück. Oder auch nicht. Ja, noch ein bisschen haben wir ja geholt. Das war dann schon, finde ich ja jetzt irgendwie doch ein bisschen recht schade. Dann war das schon. So, in diese Richtung soll ich. Terminal benutzen, bla bla bla, Sicherheitssteuerung, Tür öffnen. Vielen Dank. Wo müssen wir denn jetzt hin? Ach, zur Kinderkrippe. Natürlich. Ja, natürlich. Oder? Nein, ich habe nichts gehört hier. Habe ich einfach nicht gehört. Was? Tam. Wir stapfen. So, ich dachte, wäre irgendwas. Das ist in Wirklichkeit. Ja, toll. Leuchtepilze, super. Sie sieht etwas ungesund aus. Ich weiß nicht, wie drauf ich da. Das ist einfach mal so ein Gefühl von mir. Ja. So. Hey, da draußen ist was. Oh, so ein blöder Köter. Naja, ich. Ja, mir, oder? Futterst das doch eh nicht. Waren wir im Häuschen hier schon? Achso, das ist glaube ich die Kinderkrippe, oder? Ach, das ist die Kinderkrippe. Ach ja, ich weiß. Dach, junge Frau. Ich habe diese lästigen Ghule erledigt. Hallo. Werd doch mal wach hier. Oh, wir stehlen. Wirklich? Das sind großartige Neuigkeiten. Dann dreh ich mal um.
Wir sind dir und den Minutemen echt dankbar. Und ihr habt unsere Unterstützung. Ja, super. Jetzt ist es ja auch kein Klau mehr, wenn ich die Sachen mitnehme. Huhaha. Nicht, dass ich das brauchen würde, aber kannst du das mal mitnehmen. Achso. Hoppla. Super, haben wir uns noch was mitgenommen. Mein Gott, wie viele Töpfe haben die denn hier? Eine Topfparty hier oder was? Erotische Topfgeschichten. Töpfe, Eimer, die haben alles hier. Ich schwör's. Was haben wir denn jetzt hier noch? Zum Hill, zum Killen. Ja, in die Century. Sprich mit Preston. Ja, wir bringen erstmal unsere T-Rüstung wieder zurück. Dann machen wir einfach mal eine Schnellreise hin. Maulwurfsratten bewegen sich gerne unterirdisch und schießen dann an die Oberfläche, um ihre Beute zu überraschen. Pipapo, bla bla bla. Mit ihren Schläppchen, Ich geh wieder raus. Ah, ja, danke. Na gut, ist ja egal. Müssen die jetzt hier eh erstmal T45. T60er. Die bringe ich jetzt erstmal in mein Heim. Ja. So, meint den. Den Code eingeben. Fürs Schabere tragen. T64 unbehandelt und der B. Ja, cool. Moment. Da kann man ja ein bisschen mehr rausholen. Und der B. Rüstmeister brauchen wir noch Rang 1. Ah, okay, da müssen wir noch ein bisschen was machen für. Aber Lackierung, Voltec-Lackierung. T60 linker Arm. Auf. Ja, cool. Macht sich schon. Haben bezahlt. Machen wir mal eben. Jetzt linker Arm. Wir gehen direkt auf Modell B rüber. Rechter Arm.
Echtes Beinchen. Die 60 Torso. Auch auf Modell B gemacht. Hab ich jetzt gerade Schaden genommen oder was, Alter? So, dann haben wir. Na, ich will noch mal eben da mal gucken. Behandelt. Militärlackierung. Erhöht die Stärke ohne Extras. Reduziert die negativen Effekte von Chems. Okay, ja, gut, so viel haben wir noch nicht. Tipp hinter verlassen. Da haben wir jetzt eine komplette schöne T60 Rüstung. Schon gar nicht mal so schlecht. Ne? Hallo? So. Transferieren einmal unseren gesammelten Schrott. Zack. Eleganter Hut. Hundehalskette ist nach Hunderüstung. Ist für den Hund nachher. Karo Hemd, Hosen, Koch, Mütze, Lederrüstung, Harnisch, Lederrüstung, leichte Kleidung, Lumpe mit Kapuze, Mechanikeranzug, Teilrüstung, Militäruniform, modische Brille, Pilotenhelm, Postbotsmütze, Holunder und Hose. Räderleder. Räderleder an. SB Kampfanzug. Sauergrauer Anzug. Out. Ich brauche auch gar nicht so viel, sag ich mal, ne? Silver Shroud, Smoking. Eigentlich brauchen wir gar nicht so viel Stachel. Maulkorb, das ist eher was für unseren Hundi-Wundi. Supermut hat eine Schrottrüstung. T-Shirt und Hose. Bein. Ja, wir sortieren einmal hier besser die Zitronenpistole haben wir drin. Gehstock, Impro-Gewehr, Impro-Pistole, Jagdgewehr, Kampfflinte, Jagdgewehr weg, Kampfflinte, Kampfgewehr, Leuchtpistole, silberne Passion. Ja, die brauchen wir noch. Splittergranaten. Sollte ich vielleicht gleich nachher nochmal ausrüsten. Ja, Institutpistole. Des Killers. Vorläufige Schrotflinte. Kampfflinte, Kampfgewehr. Weg. Kampfgewehr 36. Schwer. Nice. Jetzt hat man den Amalus Killers 45. Achso. Achso, Kampfflinte. Kampfflinte kurz 50, 20. Weg. So, dann haben wir das. Ja, es ist ja gut, dann liegt ja alles gar nichts. Kann ich aber vielleicht mal demnächst Mods
meine Munition. So, wir machen das mal einfacher. Inventar. Kleidung. Die Tieruniform, die behalten wir nochmal. Sommerkleidung hier ablegen. Sonnenbrille kommt auch ablegen. Stachel, Maulkorb, das ist für den Hund. Sturmgasmaske, T-Shirt und Hose. SB-Kampf. Harnisch. Kleidung haben wir diesmal gar nicht. Hilfsmittel? War das ein Hilfsmittel? So viel haben. Bist du sicher, dass du das nicht brauchst? Ja, da bin ich ganz sicher. Das können wir besser verwerten. Da haben wir dann mehr von. Hm? Jetzt nochmal Glas, Stoffe. Den haben wir gar nicht weggeschmissen, oder was? Ah doch, wollte schon sagen. Jetzt aber nicht mehr weggeschmissen. Mal den Hund vielleicht noch was. Dann Möbel. Behälter. Nein, nicht einladen. Transferieren. Meine Kleidung, Hundehalskette, Hunderüstung, Stachelmaulkorb. Dann haben wir's. Dann gehen wir meine Kleidung mal eben wegbringen. Mal hier noch. Rad dabei, Index. Noch ein Fatman drin. Oha. Fatman. Militäruniform, modische Brille. So, dann sind wir das auch los. Das Kinderspielzeug. Alles, was Rad hatte, hier rein. Ne? Ja, genau. Das hatte Rad. Das jetzt nicht. Waffe auch, müsste ich auch mal rausschmeißen hier. 16. Danny Äpfel auch. Eine Distel auch. Ich finde ein Stier nicht. Ein geliebtes Fleisch. Ja. Flaschenkürbisblüte. Fleisch und Bohnen. Mischungszonen. Fleisch von. Das brauchen wir noch. Das brauchen wir auch noch. Ja, Gummibonbons. Komm weg. Lecker Hirnpilz. Blume. Ah, scheiße. Wollte eigentlich gar nicht. Hundefutter in Dosen. Instant Püree. Kartoffelchips. Kaumi. Köterkeulen, ne, die brauchen wir noch. Köterkeulen. Hätte ich ja eigentlich hier Köterkeule. Leguan am Spieß. Leuchtender Pilz. Ich weiß echt nicht, was wir damit machen sollen.
Legione. Unterbeere. Mutanten-Hundekeulen. Könnte ich eigentlich gleich mal nehmen. Braucht man denn die Getränke? Die hat man irgendwo auch anders, glaube ich. Oder? Hatte ich Getränke hier mit drin? Nein, hatte ich nicht. Was hat man denn hier noch? Rum? Schimmliges Essen. Eine Delikatesse. Wirk. Ach. So, wollte ich denn hier nochmal die Getränke? Die Getränke hatte ich. Hatte ich denn die Getränke, Alter? Getränke? Da waren sie nicht drin, ne? Oder? Hab ich die Getränke hinter? Wo hab ich die Getränke hingetan? Die Getränke! Egal, erstmal. Erstmal tun wir hier so ein bisschen meine Hilfsmittel loswerden. Buff Jet. Buff Out, da brauchen wir auch nicht so viel. Ja, ich glaube, das reicht. Oder 18 reichen. Jetzt haben wir auch echt mega viel. Komm. 10 reichen eigentlich. Medex. Bisschen schadensresistent. Wow. 2 ablegen. Melone, Diamantals, das brauchen wir eigentlich auch nicht. Das war wofür das. So, ups. Ja. Zählt Wahrnehmung. Coca-Cola. Wo habe ich die verdammten Getränke hingetan? Das weiß ich echt nicht mehr. Psycho, da brauchen wir auch nicht so viel. Psycho bin ich auch so. Ich weiß gar nicht, wie viel da ist. Gewicht 1. Stechflügenfilet. Stimpaks haben wir 48. Brauchen wir jetzt auch mit noch nicht so viel. Wie viel habe ich denn noch hier? Stimpaks habe ich 52. Ich sag mal. Komm, hier so. Hälfte reicht. 20 Stück sollten reichen für uns. Hoffe ich. Ja, komm, reicht auch. Reicht auch. Wir nehmen uns jetzt hier nochmal die Hunde. Ach, scheiße. Die leckeren Hundekeulen. Wo waren die denn nochmal? Mutanten. Morgusratten hatten wir einfach nicht. Mutanten-Hundekeulen, die nehmen 50. Yeah. So. Ach, zu dem Preston mussten wir ja. Oh! Es ist nebelig. Preston, halt! Komm her. Meinst du, wir sind bereit, die Burg zurückzuerobern? Das habe ich nicht gesagt. Ich habe die Gule erledigt, die der Siedlung so viele Probleme gemacht haben. Das freut mich zu hören, General. Ist schwer genug hier. Da sollten sich die Leute nicht auch noch um Gule Sorgen machen müssen. Ich lasse es dich wissen, wenn eine Siedlung Hilfe benötigt. Und denk dran, biete jedem Hilfe an, der sie benötigt. Damit bringst du unsere Sache voran. Ich würde gern wissen, wo ich die Getränke damals, oder habe ich die? Alter, Alzheimer.
Oder wer hat mein Studium gekickt? Oder habe ich die Getränke damals nicht aussortiert? Habe ich das nicht getan? Oder warum habe ich... Manchmal machen mir manche Dinge Angst. Hatte ich schon immer einen Kamin? Ich weiß es gar nicht. Gut, nee, Moment. Ich glaube, ich muss... Ich habe gar keinen Kühlschrank mehr. Ich wollte gerade sagen, habe ich ihn nie im Kühlschrank gepackt? Nein, habe ich nicht, weil wir haben keinen Kühlschrank. Aber das ist nicht schlimm. Wir bauen da mal eben ganz kurz und schnell, schmerzlos eben in einem Kühlbehälter den basteln wir uns. Hallo? Den basteln. Sag mal. Den. Basteln wir uns jetzt hier irgendwo hin? Ey, Alter, ich raste aus. Ich raste aus. Hallo. Alter. Jetzt. Ja. Was? Ja. Da steht er gut. So, da haben wir nämlich da was für Getränke. Da können wir nämlich auch damit rüber transferieren. Da brauchen wir hier diese. Hier, ne? Achso, ein Buffout habe ich auch noch dabei. Ah ja, hatte ich ja genommen. Ja. Aber dann brauchen wir hier so Sachen wie. Wo ist es? Da brauchen wir vielleicht noch eine zweite. Hier aber. Ne, Nuka Sherry Coke. Nuka Cola 23. Nuka Quantum. Rum, den hauen wir da nicht mit rein. Todeskrallensteak habe ich auch noch, lecker. Verstrahltes Blutet hätte ich vielleicht auch noch auspacken sollen. Hier kommt ein Hammer. Yum, russische Eier, die hätte ich vielleicht noch hier eben mit rein tun sollen. Das machen wir eben noch. Das machen wir auch noch eben. Zack, und dann machen wir auch schon gleich weiter. Da sind hier die Zuckerbomben, die können wir auch direkt mit da reinhauen. 10 Stück. Und Yum, russische Eier. Zack. So. Was greifen wir denn? Was machen wir denn als nächstes hier? Daten. Finde ich eigentlich recht nett. Finde ich eigentlich noch ganz recht nett. Wie sollen wir denn an welcher Mauer denn? Toll. Backstreet Apartment. Me Alley. Oh Mann. Ja, Freunde, da haben wir das neueste und das nächste Ziel. Das aber dann in der nächsten Folge. Jetzt ist Schlussi, Papussi und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Vielen, vielen lieben Dank fürs Dabeisein, fürs Zuschauen und ja, fürs Aushalten. Und scheint wirklich was zu werden. Da scheint wirklich was zu werden. Ja, hoffen wir, wird das nächste Mal auch wieder was. Ich hoffe es. Ich bete. Ich drücke mir die Daumen. Und also was. Ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Vielen, vielen herzlichen Dank nochmal fürs Dabeisein, fürs Zuschauen, fürs Zuhören, fürs Zusammensubbeln. Und ja, ist schon wieder so eine recht lange Folge geworden. Hatte ich eigentlich nicht so vorgehabt, aber es macht einfach zu viel Spaß. Da vergisst man gerne auch schon mal die Zeit. Ist leider so. Ja, bis zum nächsten Mal in der Postapokalypse. Euer Johnny Doe.